Es haben vor allem welche aus der zweiten Reihe gespielt. Wir wollen dem Trainer zeigen, dass wir auch alle locker in die erste Mannschaft können, also in die Startaufstellung. Und ich glaube, da hat sich jeder ein bisschen mehr vorgenommen als heute, nur 2:1 gewinnen. Ersatzkapitän Rico Schmieder war die Enttäuschung trotz Erfolg nach der Partie anzumerken. Die Preußenspieler aus der zweiten Reihe wollten den Westfalenpokal nutzen, um sich dem Trainer anzubieten. Max Schulze-Niehus hütete für Daniel Masuch das Gehäuse. In der Abwehrkette agierten Philipp Heise, Robin Neupert, Simon Scherder und A-Jugendkapitän Philipp Röhe. Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt. Preußen Münster ging als Favorit in diese Partie. Und gerade in Halbzeit 1 zeigte sich die Überlegenheit der Adlerträger. Die Elf in Grün hatte die meiste Zeit ein Privatduell mit Wanne-Eickels Torwart André Lindenblatt. Ob in dieser Szene gegen Rico Schmieder und den Kopfball von Dennis Dovidat oder aber auch hier der Versuch von Dimitri Nazarov, André Lindenblatt blieb Sieger. Noch ein Beispiel gefällig, Marco Königs, doch die Null bei Wanne-Eickel stand. Den Bann durchbrach dann Adi Wakumenga nach cleverem Zuspiel von Dennis Dovidat. 1:0 hieß es für den Favoriten ab Minute 25. Bis zur Halbzeit tat sich nicht mehr viel. Erst in Durchgang 2 sollten weitere Tore fallen. Dennis Dovidat in Minute 52 mit der beruhigenden 2:0 Führung. Doch ab diesem Zeitpunkt verlor Münster den Faden. Das Team von Pavel Dotschev agierte nicht mehr konzentriert. Die Folge, der Anschlusstreffer von Wanne-Eickel, Marvin Schulz mit der Hoffnung für sein Team. Am Ende blieb es aber bei der Hoffnung. Preußen Münster gewinnt mit 2:1 und steht somit in der nächsten Runde. Also wir müssen unsere Chancen einfach reinmachen und dann haben wir es viel ruhiger. Am Ende waren wir einfach unkonzentriert in der Rückwärtsbewegung und wenn es dumm läuft, kriegen wir noch das zweite Tor und dann stehen wir wieder dumm da, müssen vielleicht eine Verlängerung und dann ist halt so ein ekliges Spiel.